Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute dachte ich, nach diesen nicht stattgefunden haben tunenden, Gott, ist das schon wieder viel zu kompliziert von einer Satzstruktur her. Ja, nachdem der große Preis von Belgien nicht stattgefunden hat, dachte ich, fahre ich den noch jetzt hier nochmal mit Russell tatsächlich einfach mal hier. Im Formel 1 Spiel, Gott, war das eine weirde Einführung hier in das Video. Ja, genau, also hatte ja nicht stattgefunden, das richtige Rennen. Gut, ich hätte dieses Video jetzt so oder so gemacht, aber jetzt dachte ich, passt es doch erst recht, dass wir hier den großen Preis von Belgien fahren. Wie gesagt, mit George Russell, der ja ein sehr, sehr gutes Rennwochenende hier hatte. Und ja, wie sie es auch gehört, machen wir das auch im Regen hier. Und schauen einfach mal, was wir hinkriegen. Sind jetzt hier erstmal im Blitz-Qualifying. Im Qualifying hat es ja noch nicht so unendlich geregnet, dass man hier jetzt kein Rennen mehr hätte machen können. Und deswegen jetzt auch hier noch auf Intermediates, aber das Rennen wird natürlich gleich auf Full Wet stattfinden. Und ja, Gott, ey, ich merke gerade mal, wie schlecht ich hier gerade fahre. Sind gerade, wären gerade letzter. So. Hier rum, ja. Auf alle Fälle. Schauen wir mal, was wir hier denn mit Russell reißen. Er selbst denn ja jetzt Zweiter geworden. Für ihn, oder für ihn hat mich zumindest gefreut. Vettel denn ja auch auf Platz 5 sehr gut bedient. Verstappen hat denn ja gewonnen. Wie gesagt, dann eben vor Russell und vor Hamilton, damit er wenigstens auch wieder ein bisschen auf Hamilton aufgeschlossen. Ich glaube jetzt irgendwie auf 3 Punkte oder so. Lass mich nicht lügen. Gott, das war jetzt mal nicht so doll, wie ich hier rausgekommen bin. Aber ja, gut, aktuell sind wir 19. Jetzt kommen wir schon anders als Russell in Wirklichkeit auf die realistischeren Positionen für Williams raus beschleunigen. Ja, und sind wir, noch 19. Na dann. Das schon, glaube ich, um einiges realistischer für den Williams als ein 2. Platz im Qualifying, wie Russell ist ja auch, wie auch immer, in Wirklichkeit gemacht hat. Aber ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich weiter. Schauen mal im Rennen, wie es hier denn ausgeht. Ja, hier weiter. So. Da sind wir. Ja, ja. 1925, das ist schon ein bisschen her. Hat ja bald 100-jähriges Jubiläum hier. Ja, ja, Belgian Grand Prix. A 4.35-mile tour of the Ardennes countryside with 9 right corners and 10 left corners, giving us a grand total of 19. Eine sehr, sehr schöne Strecke, muss ich sagen, Spa. Wie gesagt, wäre da nicht der Regen, wäre es sogar noch besser. Aber naja. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Oh, ein paar schöne Flugzeuge. Guck mal, für ihn auf meinem Kanal was dabei. Auch ein paar Flugzeuge. Paris, der ja in der Einführungsrunde mehr oder weniger da sein. Crash hatte jetzt gerade, ja gut. Passiert. Binotto erzählt Science noch irgendwas. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position. Unrealistisch. Verstappen lines up alongside.
Hamilton ist wieder auf der Pole. Das Spiel muss wirklich nochmal sich verbessern. Vettel nur 9. Auch sehr enttäuschend. Ach, der war dann ja in Wirklichkeit auf Platz 5. Also für ihn eigentlich ein sehr, sehr erfolgreiches Rennen. Gott, selbst Latifi war noch besser als wir. Na, immerhin waren wir besser als Mazepin, das ist schon mal ein Anfang. Aber jetzt muss ich sagen, durch dieses Rennen ist es nochmal klarer geworden. Ja. Das ist eigentlich wirklich, was er sich dieses Cockpit im Mercedes, glaube ich, wirklich sehr, sehr verdient hat. Aber ja, tatsächlich sogar gar kein Boxenstopp hier bei diesem 25% Rennen. Na gut, dann fahren wir halt hier durch auf den Regenreifen hier. Und ja, ein sehr, sehr... So, wenn hier keiner kommt, dann können wir auch hier noch lang fahren. Oha, 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 oha. Oder wir können auch nicht hier lang. Ei. Ja. Ihr seht schon, worauf dieses Video hinauslaufen wird. Ich werde komplett auf die Fresse kriegen. So, Alter, hier bleibt mal richtig da. Okay, ich glaube, hiernach ist unser Frontflügel im Arsch, oder? Ne, sieht tatsächlich nicht danach aus, okay. Nö, da war ne, da war nie ein. Na gut, okay, da habe ich jetzt mal lieber abgebremst durch die Rouge. Nicht, dass ich hier noch ein neues aus dem Qualifying mache und auch hinter uns sind sie nur zu dritt. Rad an Rad. So, jetzt mach ja nicht den Perez. Eieiei. Mach den Perez. Perez. So, wir haben da jetzt reingefahren, der Raikön, das war schon immer so ein ganz schlimmer Junge. So. Gott, was fahre ich mir hier für Mist zusammen? Also muss sagen, gerade eben im Qualifying bin ich um einiges besser gefahren als jetzt. Ach du Schande. Oh, ach du. Ja. Also. Regen ist in der Formel 1 nicht mein Element. Für alle, die dies noch nicht bemerkt haben. So. Jetzt Vollgas. Alles ist so leicht. Das Abbremsen. Ja. So, hier mal ein Hubbel bisschen. Hubbel. Ja, ist alles nicht so ganz einfach. Aber ich muss sagen, also... Bei dem Wetter hätte man ohne Probleme fahren können. So, hier gar nicht die Kurve geschnitten oder so. Wieso kommt denn jetzt Latifi auf einmal hinter uns? Wollen wir alle verarschen oder was? Braucht ihr nicht machen, kann ich auch selbst. Gott, ey. Im Regen ist diese Strecke ja wirklich unfahrbar. So. Ach du Schande, Bumm. Schon wieder Bumm gemacht, ne. So, vielleicht sollte ich hier... Genau, so, dann fahre ich auch hier in dieser Kurve nämlich besser.
Ach du Schande, runter, runter, runter. Eieiei. Kannst du ja gar nicht angucken hier. Ne, da war nix. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Oh Mann. Hier wieder um die Kurve. Okay, also ich muss mal anmerken, ich glaube die Entscheidung hier kein Regenrennen stattfinden zu lassen war die richtige. Also es ist wirklich nicht schön hier zu fahren. Und ihr seht, ich fahre auch nicht gut, ich verliere hier vorne auf den Alfa Romeo schon so viel Zeit. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass dieser Williams so unendlich langsam ist, aber... Ich weiß auch nicht, wie ich hier durch Urush fahren soll, weißt du, die holen hier schon wieder Zeit raus in Urush wie sonst was. Kommt Latifi da sogar schon wieder von hinten angedüst. Ich kriege hier nie die Kurven mehr, das gibt's auch gar nicht. So wäre das nichts mit Russell und Mercedes. Nicht, dass ich Russell zu viel jetzt noch so schlecht mache. Selbst Mazepin holt schon irgendwie eine Sekunde pro Runde auf mich auf, also das ist dann spätestens das Zeichen, dass es ein bisschen peinlich wird. Oha, 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 oh ne. Bum, bum, bum. Bum, ne. Das wollen wir nicht sehen, wie ich bum mache. Was jetzt? Wollte ich einmal versuchen, schnell durch Urush durchzufahren. Aber, also ich kapiere halt nicht, wie die anderen das machen. Ich slide hier mehr durch Urush durch. Und der Rest holt hier immer so viel Zeit raus, ey. Also. No plan. Ach du Schande. Oh ey, das gibt's doch gar nicht. Ich kann nicht mehr fahren. Also, ich bin zwar ein Amateur, aber ich kann sagen, die Strecke ist nicht gut fahrbar. Vor allem war es in Wirklichkeit auch noch schlimmer als es hier ist. Also da ist ja wirklich... Da hat es ja wirklich ganze Flüsse geregnet in Wirklichkeit. Dagegen ist das hier
Ja, noch ein Witz. Oh, hauer, hauer, ha. Also schön ist definitiv anders. Oh Mann, hier kommen wir auch mal komplett von der Strecke ab. Eieieiei. Our gap to the car in front is 4.9 seconds. Schön für das Auto vor uns. Ich glaube, es geht auch eher für uns nur darum, dass sie hinter uns nicht noch irgendwas schaffen gegen uns. Ich hab hier auch echt nicht, wie ich die Orange fahren soll bei diesem Wetter. Entweder schlitter ich da komplett von der Strecke ab oder ich fahre die viel zu langsam. Ich habe keinen Plan. Boah, ey, so. Das ist doch traurig. Gott, waren sogar beide Reifen im Arsch. Ne, ich bin nicht alright. Ich bin ziemlich. Traurig. Sehr, sehr erstaunt über meine komplett schlechten Fahrkünste. Wirklich. Ich setze wieder neue Superlative, was schlechtes Fahren angeht. Aber naja. Sehr, sehr spannend auf alle Fälle. Wollte ich da mal die Apex treffen, da geht das Auto gleich steil. Ach du schon jetzt hier. Oh, ich fahre mir hier ein Mist zusammen, ey. Das gibt's auch gar nicht. So, Seite an Seite mit Latifi können wir erstmal noch vorne bleiben. Erstmal. Eieiei, ey! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, Latifi hat uns, I think Latifi hit us. Also. Das will man sich nicht mal ansehen. Ja gut, okay, vielleicht habe ich ihn da auch so ein bisschen. Alter, ach du Schande. Bisschen dicht gemacht, aber. Ja, okay. Wir hier, boom. Ja, gleich hin. Oh, eieiei. Das muss ich mir nochmal so angucken. Boom. Okay, das sah verwirrend aus, sagen wir es mal so. Na, versuchen wir es nochmal. Ach du Scheiße, Seite an Seite durch Urush, das kann doch nicht gut gehen. Hier hört sie Chemist straight hoch. Ja, nee, da war nie ein Incident. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Also in einem Paralleluniversum haben ich und Latifi uns gerade eben gegenseitig getötet, lieber Herr Ingenieur, aber ansonsten war da kein Incident. War alles saubere Fahren.
Oh, Lewis ist ausgeschieden. Was hat der denn gemacht? Da will ich jetzt erstmal gucken hier. Mechanisches Versagen. Ob ich das so glauben soll. Was hat der gemacht? Ne, so, warte mal. Sieht man hier gar keinen hat. Ja, anscheinend mechanisches Versagen. Na, dann soll das so sein. Oh Gott, jetzt bin ich ja in der falschen Perspektive hier. Traurig. So. Yellow flag. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Das war sicher der Lewis. Sauberes mechanisches Versagen. Damit bin ich schon 16. Okay. Vom zweiten Platz sind wir noch etwas entfernt, aber 16. immerhin. Und hinter uns bettelt sich jetzt Latifi mittlerweile schon mit Mazepin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Latifi vielleicht auch irgendwie einen Schaden hat. War das vielleicht vorhin durch die Urush nicht so gut? Anscheinend schon. Irgendwie glaube ich, dass Latifi da nicht unbeschadet durchgekommen ist. Und so ist es auch, er fährt an die Box. Also quasi ein teaminternes Drama, was da war. Da habe ich jetzt gerade eben die Hairpin auch etwas sehr direkt genommen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich durch die Urush fahren soll. Denk mal, das werde ich in den nächsten 4 Runden auch nicht mehr herausfinden. Weil irgendwie habe ich auch das Gefühl tatsächlich, dass die Straße besser wird. Und vor uns ist ein Alpha Tauri von der Strecke gekommen. Scheint so, als hätte er irgendwie einen Spin gehabt. Weiß nicht, reicht das noch für die Sofortwiederholung? Ist wahrscheinlich nicht. Das war Yuki Tsunoda, der dann Abgang gemacht hat. Ist wahrscheinlich irgendwie hier in der Kurve Spin gehabt. Und dann schön ab dafür. Aber ich glaube leider nicht, dass er irgendwie Schaden gekriegt hat, dass er irgendwie einen Frontflügel neu braucht. Aber naja. Gut, will ich ihm jetzt auch nicht übel nehmen, dass er bei diesen Umständen dann Spin macht. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr menschlich. Vor allem für einen Rookie natürlich, wie er es ist. Es muss aber eigentlich vor Mazepin hinter uns nochmal einen Spin hinlegen. Wäre ja enttäuschend, wenn nicht, ne? Gott, jetzt fahre ich die Haarnadelkurve hier aber auch wirklich viel zu direkt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich durch Urush fahren soll. Mazepin, du kommst ja nicht vorbei. Naja, aber
wirklich gut im Regen fahren hier. Rund ums Spa bin ich wirklich nicht. Mittlerweile. Wirklich Giovinazzi, der da vorhin noch vor uns war, jetzt schon 13 Sekunden irgendwie in, was weiß ich, 7 Runden an Vorsprung gekriegt. Muss man sagen, ist der Alfa Romeo definitiv nicht so viel besser als der Williams. Also, naja. Okay, nehme ich mal so hin. So. Ich drifte immer schon eher durch Urush, dass ich durch Urush fahre, als dass ich durch Urush fahre. Ja, aber na gut. Ich drifte eigentlich durch jede Kurve eher, als dass ich durch sie fahre. Aber naja, so. Oha. So, hier wieder durch. Gleich noch 2 Runden. Mal schauen, ob wir Mazepin so lange noch hinter uns halten können. Gehe ich mal von aus. There's 3 laps of fuel remaining. Gott, ey, ich fahre mir hier so ein Mist zusammen, das gibt's echt nicht mehr. Hab jetzt hier nicht abgekürzt oder so, das hat jetzt keiner gesehen. Bin echt unter diesen Wetterumständen etwas verzweifelt, was ich hier machen soll, also. Ich sehe, das ist jetzt nur ein Spiel, ich glaube in Wirklichkeit ist es nochmal schlimmer, also. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das Rennen nicht erst zu starten. Ja, es ist auch nicht überraschend, dass Tsunoda nach dem Abgang Problem hat. Gut, hat er nun eigentlich nichts beschädigt, aber vielleicht ist der Kies in den Motor gekommen, wer weiß. Boah, ey, was fahre ich hier denn? Mittlerweile kommt auch schon in jeder Kurve wirklich das Heck, ey, es ist schlimm. So, gleich noch letzte Runde, dann haben wir es geschafft. Oha! Eieieiei.
Final lap of the race. Na, das ist ja beruhigend, dass das die letzte Runde ist. So. Noch ein letztes Mal gegen Mazepin verteidigen. Direkt hinter uns, aber durch unseren ERS-Einsatz kann er nicht an uns vorbei. Ach du Schande, Hilfe! Bum, 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 bum. Verstappen hat gewonnen. Ja, das ist schon definitiv realistischer. Gut, die Art und Weise, wie er gewonnen hat, in Wirklichkeit diskutieren wir jetzt nicht. Aber ich meine, ich finde es auch so gerechter, als hätte es gar keine Wertung gegeben. Und das Qualifying wurde ja zumindest trotzdem gefahren und er war das Schnellste, von daher dann muss es eben dafür Punkte geben. Oha, oh nein, ah, gerade noch rechtzeitig weggekommen. Das wäre jetzt wieder eine Blamage gewesen in der letzten Runde, hier noch einen Abgang zu machen. Das ist einfach nur noch vom Mazepin bleiben, kein Mist mehr bauen. Oh, genau so ein Mist nicht bauen. So. Und dann hier nochmal das letzte Mal durch die Schikane durch, um zumindest uns Platz 16 zu kriegen. Yay, hallo. Also ja, ich bin auf alle Fälle kein George Russell. Nochmal wirklich Respekt vor allem an ihn, wie er da gefahren ist im Qualifying, der zweiten Platz. Ja. Ich auf alle Fälle nicht in der Leistung irgendwelche Wunder und nicht in der Mücke fast. Auf alle Fälle nicht so wirklich in der Form, jetzt irgendein Williams da ganz hoch zu schießen. Aber was hat das denn für ein Podium? Ich glaube irgendwie Verstappen erster, Norris zweiter. Irgendwie ganz komisch, glaube ich. Ja, Verstappen erster, Lando zweiter, gut, und Bottas dritter. Oh ja, hier super. Nee. So, jetzt will ich aber nochmal. Ja, hier ist super. Alles ganz incredible. That was a commanding performance today. Ja. Very impressive indeed. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. So, jetzt will ich aber noch mal kurz den Tsunoda Mister angucken. So, hier haben wir es jetzt noch mal. Kommt halt in die Kurve und dann zu früh aufs Gas und dreht sich da, glaube ich, irgendwie so. War das, hoffe ich mal. Und ja, der liebe Formel 1 Gott gibt mir recht, ist ja einfach zu früh aufs Gas gekommen und dann einmal wut hat er sich schön gedreht. Aber naja, mit diesen wunderbaren Bildern würde ich mal sagen, war es das dann auch auf alle Fälle mit diesem Video. Lasst auf alle Fälle ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und ja, natürlich sehr, sehr schade, dass der Grand Prix in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat. Ich glaube, hoffe, dass ich euch hiermit so einen ganz, ganz kleinen Ersatz irgendwie bieten konnte. Aber ja, ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.